Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft. Das, was ich jetzt mache, mache ich jetzt gerade zum dritten Mal. Ich bin hier mit dem Pflug einmal außen rum gefahren und wollte dann den Rest per Cosplay erstellen lassen, also einen Kurs eingeben. Und da ist mir das Spiel schon zweimal abgestürzt. Ich blende euch das nach dem Intro mal ein, damit ihr das auch seht. Und ich werde jetzt dieses Feld komplett per Hand pflügen. Und dann sehen wir bei der Sämaschine, ob es dann wieder abstürzt oder ob es dann funktioniert. Bis gleich. Job erstellen, Feldarbeit, freie Fahrt, Cosplay, erster Wegpunkt, den machen wir, das ist blöd, den machen wir hier, öffne, da mache ich 36 Meter draus, Anzahl Vorgewinde 1, fürs Gras, ich mache mal ein Shorty weiches Feld. So, jetzt generiere. Oh, ist das für ein Scheiß her. So, ich habe jetzt die komplette Wiese per Hand umgepflügt. Und ich bin jetzt echt gespannt, ob, wenn ich jetzt den Steinsammler hier einsetze, ob mir das Spiel wieder abstürzt. Dann suchen wir mal den Steinsammler. Habe ich überhaupt schon einen? Nee, ich habe noch gar keinen. Ich habe ja noch gar keinen. Ach du Kacke. Tja, dann werden wir uns mal einen kaufen. Den werde ich ja öfters brauchen. Bin ich schon vorbei am Steinsammler? Da kommt er weiter unten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da haben wir doch. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Körnchen. Hier, das ist der. Den will ich haben. Und da hat er jetzt an mir gehört. Werde ich den auch jetzt einstellen. Kapazität 500.000, ja komm, das reicht. Farbe schönes Schwarz, schönes Rot und die Felgen lasse ich so. Kaufen. Ja. So, und dann hole ich mir noch ein LKW-Sche. Da möchte ich mal kicken. Den oder den, den oder den, den oder den. Hat der Farbwahl? Ja. Nehme ich mal den. Motorausführung Grande. Reifen will ich Michelin. Halt. Reifenvariante Radgewichte. Breitreifen Radgewichte. Hauptfarbe lasse ich schwarz. Tiefschwarz. Tiefschwarz Metallic. Aber in Chrom. Designfarbe. Oben. Und die Felgen auch in Chrom.
So, rufen wir auch. Ups. Oh, ich habe noch keinen Parkplatz für den, aber das mache ich jetzt anders mal. Ein anderes Mal. Bloß der kriegt seinen Parkplatz hier natürlich. Wie üblich. Extra tanken. So. Und wenn mir das Spiel nicht abstürzt jetzt, dann mache ich den Parkplatz, während du die Steine sammelst. So. Dann gebe ich dir jetzt mal einen Kurs. Wiese 1. Achso, ich muss den erst noch einfahren. Hat noch gar keinen Kurs. Job erstellen. Cosplay Feldarbeit. Erster Wegpunkt. Da gehen wir mal dahin. Zack. Öffne Kurs. 23 Meter. Anzahl Vorgewände 1. Starten auf Vorgewände. Da können wir mal weich lassen. Ist ja eh noch Gras. So, jetzt kommt der Moment, wo der Frosch ins Wasser rennt. ich bin so nervös jetzt, dass ich... Hier muss ich da draufklicken. Sieht gut aus. Oh, herrlich, jetzt funktioniert's. Wunderbar. Schließen. Dann speichern. Oh, was war's jetzt? Hat? Wie viel Meter? Weiß ich nicht mehr. 23 Meter. Kurs speichern. Wiese 1. Obwohl, halt, ich will ja gar nicht speichern. Steine sammeln muss ich da ja nicht wieder. Blödsinn. So, dann machen wir mal hier so. Laden sollst du. Wiese 1. Abladen tun wir im Hof, und zwar Steinelager, Steine Anlieferung und Steine. Gleich beginnen. Jetzt muss ich bei dem noch was einstellen. Fruchtumfahrung kann ich deaktivieren. Gerät absenken, anheben spät, absenken früh. Dann machen wir 50. Da mache ich 40. Wendemanöver machen wir 15. Und rückwärtsfahren machen wir 10. So, jetzt habe ich das alles eingestellt. Und dann leg mal los, mein Freund. Ja. Jetzt gucken wir dem mal zu. Ob er auch anfängt, wo er anfangen soll. Und wir können dann in der Zeit dem seinen Parkplatz einspeichern. Das war eine Tour, sage ich euch. Ist mir das Spiel tatsächlich zweimal abgestürzt. Und ich... Hab mich so aufgeregt. Dann habe ich mir gedacht, vielleicht muss ich hier alles per Hand pflügen, damit er das Feld erkennt. Und anscheinend war das der Fehler. Oder Eier kann ich auch demnächst holen. Ja, ich bin nicht mal in den Task Manager gekommen. Der PC war komplett eingefroren. Ich musste also neu starten. Und das zweimal. Naja, jetzt funktioniert's ja.
So, dann dreh dich mal schön um. Und dann fang auch an, wo du anfangen sollst. Und dann bin ich glücklich. Los. Ja, das scheint zu funktionieren. Wunderprächtig. Ja. Das läuft. Dann kann ich damit abspringen. Und dann geben wir dir mal einen Parkplatz. Ich denke, wie ich Parkplatz einfahre, habt ihr jetzt schon ein paar Mal gesehen. Da müsst ihr jetzt nicht unbedingt wieder dabei sein, denke ich mal. Ah, die haben auch schön nebeneinander gepasst. Wunderbar. Ich fahre das ein und wenn der Steinesammler fertig ist, sehen wir uns dann wieder. Bis gleich. Ja, meine Freunde, der Steinesammler hat seine Arbeit getan. Und ich sehe, ich brauche Kalk. Ja. So, das ist der Mineraldünger. Den brauche ich nicht. Schwupps. Hängen wir uns mal da dran. Und dann werden wir dem auch einen Kurs geben. So, Kurs bearbeiten. Brauche ich auch nicht speichern, weil da muss ich auch nur ein einziges Mal Kalk drauf werfen und sonst nie wieder. Job erstellen. Und zwar hier. So, 42 Meter, bla bla. So, komm, lass mal so, wie es ist. Generiere Kurs. Zack, erledigt. Gehen wir da mal raus. Und du fahrst zur Wiese 1 und beginnst dann bitte mit der Arbeit, wenn du da bist. Abfahrt. So, das Feld wird gekalkt. Während der Steinsammler die Steine gesammelt hat, war ich fleißig und habe noch erstmal den Parkplatz für den Steinsammler eingefahren, natürlich. Und dann habe ich noch einen Parkplatz eingefahren. Nämlich hier für eine neue Brücke, die ich auch schon gekauft habe. Und die werden wir jetzt holen. Stopp. Mal zurück. Oh, jetzt habe ich natürlich verkackt. Jetzt muss ich das wieder richtig hinstellen. Sonst passt das nachher nicht mehr. So müsste das passen. Ach. So, fahr mal du zum Fahrzeughändler. Abholung. Oh, der ist angekommen. Was machst du? Ah, schon gedacht.
Den muss ich noch umstellen, dass der mir das kalkt, weil ich glaube kaum, dass dem das reicht für das ganze Feld. Da machen wir gleich mal so. Wiese 1. Hof. Kalksilo. Und Laden sollst du natürlich auch Kalk. So, da muss ich auch mal noch irgendwann einen Traktor kaufen, dass ich das nicht mehr umstellen muss hier. Der ist am Kalken. Wunderprächtig. So, ich muss jetzt noch was anderes tun. Und zwar den Schafstall. Da möchte ich ja Schafe hinbringen. Dass ich mal endlich zur Wolle komme. Nee, da ist nicht. Hier muss ich rum, genau. So, dann haben wir hier Futteranlieferung. Starten wir mal hier. Ich hoffe, das reicht, dass er das erkennt. Hopp, gibt mir noch einen Punkt. Ach, wenn ich alles selber macht. Jetzt hat er einen. Ne, halt. Wie habe ich das gemacht? Quatsch, hier muss ich da gucken. Tiere. Ah ja, so muss ich es machen. So, gebe ich dir den Punkt. T für Tiere. Dann Schafe. An die Rum. Zack. Kann ich, glaube ich, ausmachen. Du fährst dann dahin. Falls du noch laden sollst, kannst du natürlich auch dahin fahren. So. Das habe ich somit erledigt. Und jetzt brauche ich noch was für die Tiereanlieferung. Die Tiere möchten ja auch abgeladen werden. Mache ich hier. So, das ist jetzt nee. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Muss ich eh per Hand machen. Nee, komm, da mache ich nicht lang rum. Da mache ich hier einen Punkt T-Strich Schafe Tiere Verladung. Zack. Da bleibt er dann stehen, dann kann ich das andere mit der Hand machen.
Und du kannst dann hier wieder rausfahren. So, und jetzt muss ich nur noch die Wolle. Die Wollepaletten möchten ja auch geladen werden. Das machen wir hier. Starten. So. Also werde ich eh wieder korrigieren müssen, vermutlich. T-Strich Schafe Wolle Beladung. Zack. Und damit haben wir die Tiere eingefahren. Das kann ich ausmachen. Du kannst dann hier wieder rausfahren. Zack. Landschaftsbau malen. Matsch nicht. Asphalt nicht. Dreck. Ja, welcher Dreck? Nee, ist ja egal. Wie mache ich das wieder rund? V. Nee, das gefällt mir nicht. Mach immer so. So. Jetzt sieht es besser aus. Kann parken gehen. Dann brauche ich meinen Kierfuzzi. So, du fahren. Tierhof, Futterlager. Und bringst es. Das muss ich auch noch einsortieren. Sind die Tiere. Das sind die Tiere. Und das sind die Tiere. Da wieder aus. Futterlager. Dann zu den Tieren. Schafe. Futteranlieferung. Und zwar Gras. Und das einmal. Mal gucken, ob das funktioniert. Ob er das auch schön macht. Oh, da sehe ich schon was. Ups, anhalten. Da fehlt noch eine Verbindung darüber. Die machen wir. Hier. Nach da. So, jetzt starten wir noch mal. Jetzt sieht es doch gleich besser aus. Laden tut er schon mal.
Ich weiß gar nicht, wie viel bei den Schafen reinpasst an Futter. Hundertfünfzehntausend. Ja. Passt ja. Laufen wir dem mal entgegen. Hallo, ich will mitfahren. Wir gucken, ob du ablädst. Die Striche wegmachen, die irritieren mich bloß jetzt. Von der Höhe her passt, wunderbar. Nee. Langt nicht. Dann müssen wir das noch etwas anpassen hier. Dann gehen wir hier noch ein Stück rüber. Da noch ein Stück rüber. So. Ganze Rotze hier weg. Du fahre dahin. Oder wenn du nochmal laden musst, kannst auch dahin fahren. Ah. Ich sag's euch, wenn ihr eine Maus habt, die spinnt, das ist richtig kacke. So. Dann fahre ich etwas zurück, dann gucken wir, ob er ablädt. Und wenn er abgeladen hat, dann war's das auch schon wieder für diese Folge. Mach ich jetzt so. Tiere, Schafe, Futteranlieferung und ab die Post. Naja. Jetzt macht das. Alles klar, wunderbar. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und ich verabschiede mich von euch mit meinen Worten. Ciao, ciao, euer Obi.